Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of the Ending. Weiter geht's, wir müssen nämlich den Waffendiebstahl machen. Ein Bettler, dem geben wir natürlich Geld wieder. Wir haben 102 Yen und... 99 Yen und 22 Sen. Brandbomben einsetzen. Oh, die Dorfbewohner. Ah, da ist der junge Mann, der uns vorhin geholfen hat. Ja, das war ich. Niu, das ist er. Komm und bedank dich für seine Hilfe. Lüg doch nicht, du bist gerade so davongekommen. Red kein Mist. Tut mir leid, er meint es nicht so. Keine Sorge. Danke für deine Hilfe, Junge. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Nimm das. Oh, was kriegen wir? Das ja. Vielen Dank. Junge, nimmst du die Fähre zurück nach Darujang? Yep. Nui, Beilung, bring ihn zur Fähre. Aurel, folge Hardy. Dann folge man dem Mann. Bis dann und schau vorbei, wenn du Zeit hast. Ab geht die Fahrt. Wir müssen zum nördlichen Polizeirevier, ja. Nämlich. Ja. Ja. Was ist da los? Hey, die Ending. Oh, Meister Long. Lange nicht gesehen. Ich war vor ein paar Tagen auf Geschäftsreise im Süden und habe ein paar schöne Sachen reinbekommen. Oh, können wir jetzt endlich upgraden? Hier, für dich. Das ist sehr großzügig von euch. Das erste, was ich bei meiner Rückkehr hörte, war, was du mit Wang gemacht hast. Hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, also ist dies ein kleines Geschenk, nur ein Zeichen meiner Anerkennung. Okay, wenn ihr darauf besteht. Ich habe noch anderes schönes Zeug, schau wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Tando verursacht... Halt. Schwarzen Dolch. Pack ihn mal her. Hier ist das Messer, Meister Long. Schwarzer Dolch. Aber können wir jetzt eigentlich irgendwie die Waffen abändern? Nö, ne? Okay. Hey. Also dann sei Yen ganz schön. Untergang. Hey, Lin. Wie läuft's? Nur noch ein bisschen. Okay, fertig. Fantastisch. Du bist ein Genie. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Ich bin dann weg. Mhm. Aber Sui hat sie für mich repariert. Herr Liao, wie läuft es mit Emble? Ich habe ein paar interessante Leute kennengelernt und heute Nacht unternehmen wir was zusammen. Wirklich? Worum geht's denn? Du Anne. Klärt Arlene über ihre Plan auf, die Waffen zu stehlen. Wow, das klingt aufregend. Viel Erfolg dann. Darf ich vorstellen, die Rikscha-Haltestelle. Oh, nice. Bringt er uns dann zu dem Hinwurm. Ich komme, sobald ich die Hupe höre und bringe sie zu ihrem Ziel. Das ist ja sehr praktisch. Danke. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, muss ich jetzt gehen. Halt. Gleich wieder herkommen, ich drücke die Hupe. Ja, da müssen wir hin. Geht einfacher, als durchs ganze Dorf zu rennen. Ja, komm, hier. Wir sehen ja nicht so, wir geben ein bisschen was ab. Hier ist eine Kleinigkeit für euch. Der fließende Schattenfaust. Ist auch nochmal eine. Bist zu gütig. Das ist doch das Polizeirevier. Großzügig tun, wenn du nichts. Oh. Echt, haben wir keinen Yen mehr? Oh. Mit mir nur noch 2 Yen und 22 Sen. Ah, da ist das Polizeirevier, oder? Das müsste.
Ding Feng. Da bist du ja. Hinter dieser Mauer ist die Hintertür des Polizeireviers, der Eingang zur unterirdischen Militärfabrik. Können wir losgehen? Noch nicht, wir müssen uns erst hier rumkümmern. Muffis. Was ist? Ist jemand ein? Ich kann niemanden sehen. Ruhe! Und hört auf zu bellen. Die Polizei bewacht den Hintereingang. Der Köter bellt jeden an, der sich nähert. Und die Bullen kommen, wenn er bellt. Wir müssen einen Weg finden, den Hund zu beruhigen. Wir haben ein Brötchen. Den Polizeihund ruhig. Er bellt, weil er Hunger hat. Warum geben wir ihm nicht etwas Fleisch? Nein, der Hund pennt einen. Wenn er zu viel frisst, dann kann er die Tür nicht mehr bewachen. Viel Fraß. Ich hole ihm etwas Fleisch. Ich kann ihn nicht heute Morgen getroffen habe, aber in der Metzgerei gehen wir noch. Bitten ihn um Hilfe. Oh. Yonoshi. Gut gemacht. Ja, informieren Sie Herrn Ye, dass die Güter bereit sind und bitten Sie ihn, sie heute Nacht abzuholen. Jawohl. Was macht der Soldat hier? Matsumoto. Was wissen wir über die 28 Häuser? Sie sind in einer neu etablierten Gruppe von Banditen, die wir gerade untersuchen. Sie werden von einem Taupriester angeführt, aber das ist alles, was wir zurzeit wissen. Sehr gut. Wir haben gerade einen Tipp erhalten, wie es scheint, planen die 28 einen Überfall auf unsere Militärfabrik heute Nacht. Was? Wir können sie wagen, diese. Der Tipp erwähnte außerdem, dass Liao an dem Überfall beteiligt sein wird. Oh, da muss ich heute Nacht festnehmen. Ihre Motivation in allen Ehren, aber die Hauptfrage ist doch, ob sie überhaupt fähig sind, die Festnahme durchzuführen. Jawohl! Polizei alleine sind nicht stark genug, um Liao zu schnappen. Also habe ich jemanden von der Militärpolizei gebeten, ihnen zu helfen. Sie werden kooperieren müssen. Enttäuschen Sie mich nicht wieder. Oh oh. Mag schön die Hupe aktivieren. Hup, hup. Reißhupe. Mimi. Kleines Speedy-Konzert. Da ist er doch, oder? Ja. Hätten Sie gern etwas Fleisch? Yep. Bitte schön, wie viel? Geht aufs Haus. Nice. Hallo, Herr Mitani, warum sind Sie denn so früh wach? Er hat mir erzählt, dass du ihm heute Morgen geholfen hast. Also ist das ein Dankesgeschenk. Oh, danke, vielen Dank. Ihr taiwanisches ist beeindruckend. Ihr taiwanesisches. Egal. Wohl kaum. Die Sprache ist eine Notwendigkeit, da ich in Taiwan lebe. Aber ich habe mein Taiwanisch-Wörterbuch verloren. Jetzt kann ich die Sprache nicht mehr ordentlich lernen. Wie das? Vor ein paar Tagen ist ein Rumtreiber eingebrochen, um Geld zu stehlen, und er hat auch das Buch mitgenommen. Achso, überlassen Sie das mir. Diese Rumtreiber verkriechen sich in der Kanalisation. Ich hole Ihnen das Wörterbuch zurück. Das wäre wundervoll. Vielen Dank. Was hat der? Mist, ich habe nur das Ehrenurkunde verloren. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn? Hast du ein gerammtes Zertifikat gesehen? Nein. Okay, danke. Engs Ehrenurkunde. Woher haben wir jetzt die Urkunde? Okay. Können wir eigentlich direkt beim Polizeirevier weitermachen? Oder müssen wir erst in die Kanalisation? Ich glaube, wir können direkt weitermachen. Ja. Jawohl. Ich gehe zuerst rein und sehe mich um. Ihr wartet hier auf mein Signal. Wollten wir eigentlich nicht nachts einbrechen? Unterirdische Militärfabrik des nördlichen Polizeireviers. Ich wusste gar nicht, dass diese unterirdische Fabrik existiert. Obwohl sie so groß ist, dass sie fast wie ein Arsenal wirkt. Ich habe gehört, dass sie heimlich gebaut wurde als Teil des 5-Jahres-Plans. Was machen Sie da immer noch am Reispudding essen? Hm? Zeit für die Patrouille. Diesmal müssen wir Liao festnehmen.
Wolltet ihr hier immer noch rum? Ihr Polizisten seid genauso nutzlos, wie ich euch in Erinnerung hatte. Sie müssen der Major Nakamura sein, von dem mir der Chef erzählt hat. Ich bin Hauptmann Matsumoto. Freut mich. Die Polizisten fehlen es an Disziplin, deshalb kommt ihr nicht mal mit einem gemeinen Dieb klar. Alter, der hat ordentliche Muggis, ne? Müssen wir aufpassen, der feidert dann du zwei. Matsumoto, egal ob Liao oder Liao, Yang Bing Ding, ich werde ihn mit meiner Faust in Stücke schlagen. Was ist mit seinem Arm? Finde die Waffenkammer. Jawohl, machen wir doch. Au. Ich wollte mein Reisbettchen aufheben. Ach so. Lass mich zuerst runtergehen und schauen, ob die Luft reinriss. Wartet hier auf mein Signal. Ja, sei vorsichtig. Jetzt. Oh, wir haben mehr Ausdauer. Ding, ding. Wir kommen jetzt da durch. Wir müssen durchboxen. Halt! Du hast ein Schwert. Oh, da lebt sogar noch. Hey, ja, komm her. Oh, echt jetzt? Immer weiter runter und weiter runter, weiter runter, weiter runter. Zack, da feilen wir uns durch. Ja, zu dir komme ich doch. Weiter. Was ist das für eine? Mit dem Boxmash mal 10 Kilometer weiter. Nice. Bin jetzt wieder Schildkämpfer, deswegen schmeißen wir das gleich mal weg. Ich lasse die ganze Zeit die Kisten da. Oh.
Ah, okay, wir können uns drüber rollen. Stress. Ha? Da unten lebt noch. Bam. Hat so einen auf die Nudel. Ja, das mit dem Herziehen, das muss ich auch noch ein bisschen üben. Boah, gönn dir mal einen Brötchen-Grind. Rollpunkt. Sehr schön. Okay. Und warten und springen. Oh. Mann! Hier war auch mal einer aufs Maul. Okay, so kann man noch höher springen. Au. Warte mal, das sieht aber nach Geheimgang aus. Oder? Was sagt ihr? Das ist doch... Sieht doch nach Schatz aus. Boah. Boah, oder mehr. Boah. Yeah. Ah, jetzt wird gefeitet, ey. Ja, da geht's zum Schatz. Ich wollte eigentlich mal Brötchen essen. Egal, geht auch. Oh, gib mir Schatz. Waffenhaltbarkeit erhalten, jawoll. Okay, da kommen wir nicht hoch. Falsche Taste. Kontrollpunkt. Mies. Boah. Yeah.
jetzt geht's ab hier, aber. So runter. Komm. Oh. Das nennt man einfach Kung-Fu Skills. Aber Leute, das soll es jetzt schon mal für diese Folge gewesen sein. Schaut gerne nächstes Mal wieder vorbei. Falls ihr Videos verpasst habt, guckt in die Playlist, da sind alle drinnen. Und ich würde sagen, bis zum nächstes Mal. Ciao, ciao.